Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, kümmern wir uns direkt um Dark Souls 2. In der quasi finalen Edition lassen wir uns mal überraschen. So, neues Spiel. Ist das Dach unsichtbar? Also können wir es quasi so lassen. Das können wir alles immer noch. Verboten, verboten, verboten. Das ist sehr schön, verboten. Gefällt mir. Ob ich hier noch was umstelle, wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird hier sehr viel gespeichert in dem Spiel. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
Yay. Bin gespannt, wie hübsch das ist, das Spiel. Ist ja eigentlich jünger als Dark Souls, aber Dark Souls haben wir die Remastered Edition. Das ist einfach, wenn ich das richtig gelesen habe, nur die Komplettversion von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Verbesserungen gab. Ich habe mich damals ehrlich gesagt auch gar nicht so mit Dark Souls befasst, weil ich nie Bock auf die Spiele hatte, weil die so als bockschwer zählten und ich ja noch ein Geist bin. Wir sind dazwischen. Wollen hier schon was verpassen? Geht das Hüpfen genauso? Okay. Hätten wir wahrscheinlich direkt schon sterben können, oder? Die Kamera ist ein bisschen anders hier. Gefühlt zumindest. Aber da werden wir uns dran gewöhnen in den nächsten 40, 60 Stunden. Je nachdem. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Aha. What is your name? Oh. Da bleiben wir mal. Hallo? Sehr schön. Sehr einfallsreich, ich weiß. Hallo? Okay. Ja. Sehr kreativ. Deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ja, gut, Klasse und Gabe. Ich habe mich lang belesen, was die Klasse anging, und ich habe mich entschieden, ich mache einen Ritter. Er ist halt so ein Zwischending zwischen Krieger und Schwertkämpfer. Hat halt schon ziemlich viel Vitalität und recht hohe Stärke. Also ich werde den nehmen. Könnt ihr gerne Tipps geben, aber dafür ist es jetzt zu spät. Gabe weiß ich natürlich nichts wirklich. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Lebensring klingt eigentlich ganz cool. Weil ja. Wir nehmen einfach das mal mit. Bestimmt total bescheuert, aber
Wie komme ich denn jetzt weiter? Geschlecht, wir spielen heute mal, würde ich sagen, eine Frau. Körperbau. Ja, so normal halt, ne? Okay. Ah, nicht so drahtig. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Also klicken wir mal drauf. Herkunft. Sehen ja alles so traurig aus, zur Frisur ein bisschen. Werden wir wahrscheinlich eh nicht so oft sehen, oder? Haarfarbe, bisschen dunkler. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Oh, das sah ja auch geil aus eigentlich. Aber das ist ein bisschen sehr Witcher-mäßig, das lassen wir mal. Einfach mal. Oder lila? Lila, sieht doch ganz gut aus. Augenbrauen. Hat sie welche? Ne, das ist so. So. Augenbrauenfarbe muss er dann. Möchte er dann auch in der Farbe sein? Würde ich sagen, Augenfarbe. Da finde ich bei Spielen immer so in. Das finde ich immer so geil aus. So. Tätowierung. Ja, nicht im Gesicht. Erweiterte Einstellung. Gesamterscheinung. Älter. Ja, nicht unbedingt. Kann ich hier schwach und stark in was? Ach so, das ist zu viel des Guten, würde ich sagen. Wir gucken jetzt mal. Klasse, Ritter und verstandenes etwas. Wie gesagt, kann natürlich auch extrem dumm sein. Bisschen aus wie ein Elf jetzt, oder? Einstellung beenden. Ich muss den Knopf drücken, den mein Joypad überhaupt nicht hat. Ist das euer wahres Ich? Es ist jetzt einfach. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Komischer Humor. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going home. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Ja. Da muss ich der guten Frau jetzt direkt mal zustimmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelen wir in Dark Souls 1 liegen lassen haben, aber es waren eine Menge. Wir hätten wahrscheinlich Level 100 überschreiten können. So, jetzt sind wir hier. This is a limbo. A link between Drunk Lake and the outer world. Okay. A traveler. I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Ah, mein Schwert sieht schon ein bisschen cool aus. Lebensstein. Also wahrscheinlich doch gar nicht so dumm, oder? Okay. Die lacht nur dreckig, die wahrscheinlich auch. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here.
to start again with a clean slate. Okay. Ah. Hopp. Menschenbild. Oh ja, müssen wir uns auch erstmal dran gewöhnen. Was ist Menschenbild? Ich werde ein wenig HP wieder her, das kennen wir ja. Ja. Ist das hier quasi Menschlichkeit? Höchstwahrscheinlich, oder? Aber die Steuerung ist schon ein bisschen anders, oder? So, lasse das Sterben beginnen. Ah. Seele eines verlorenen Untoten und eine Fackel. Brauchen wir ja Fackeln? Wie sieht's denn hier aus? Okay, komplett anders. Also gehen wir doch zur anderen Tür raus. Ich hätte ja gern ein Schild. Ja, dann geht immer noch nicht. Gut. Muss ich jetzt hier lang? Jetzt zumindest erstmal diese Wölfe erledigen. Diese Fußabdrücke gefallen mir nicht. Die Wölfe erledigen jetzt doch nicht. Okay. Das ist doch Absicht, ihr Säcke. Mal sehen, wie wir als Untote aussehen. Silberkatzenring. Okay. Die Haare sind geblieben, immerhin. Wir werden jetzt erstmal an dem vorbeirennen. Sehen hatten wir noch keine. Wir sind. Wie lange haben wir jetzt gespielt? 3 Minuten nach Charaktererstellung. Ich hätte halt gern noch einen Schild, wie gesagt. Ich bin das jetzt von Dark Souls gewöhnt. Ich gucke mal, ob ich die. Okay. Ich wette, den regeneriert es nicht wieder, oder? Die rennen jetzt an den großen Typen vorbei. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht, dass wir den schon besiegen können. Au. Müssen wir den besiegen? Kann das sein? Hallo? Oh, okay, hier gibt
jetzt dich zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Wie viel brauche ich denn, um aufzusteigen, das erste Mal? Will ich wenigstens gucken. Ich kann noch gar nicht aufsteigen. Schön. Lebenstein hat es auch nicht. Oh, ich bin extrem intelligent, Freunde. Oh. Nebelwände. Ja, das kennen wir ja. Ja, das kennen wir auch. Kann ich die irgendwie anzünden? Muss ich mal. Okay. Was kann ich mit der Fackel machen? Oh, ich höre was. Ah. Ja. Einen Dolch. Ist der besser? Wahrscheinlich ja nicht. Nö. Hallo. So was so designmäßig haben die es halt komplett überarbeitet. Tja. Hab mich sogar getroffen, oder? Kleiner Drecksack. Lebenstein, sehr schön. Ja. Die gehen davon aus, dass man hier schon ein bisschen was verloren hat. Kamera bewegen. Oh. Das heißt... Habe ich was Seiliges? Ne, habe ich ja noch nicht, oder? Alles ein bisschen hart hier. Ah, Shortcut. Zähler eines namenlosen Soldatens. Naja, hallo? Hier? Wo ist denn die Fackel, verdammt? Ausrüstung. Ich hatte doch eine Fackel, oder? Irgendwo hatte ich doch eine. Na, wie mache ich das denn mit der Fackel? Einer Fackel an. Gibt's da oben? Muss ich mal direkt gucken kurz. So. Ja, das ist sehr schön, dass ich jetzt die Tastenbelegung für... Ich hätte ja gerne die Tastenbelegung für den Controller und nicht für die Tastatur.
Interagieren, Zauber wechseln, Gegenstand wechseln. Wie wär's, als hätten wir irgendwo eine Fackel aufgenommen schon. Spielerstatus, ist egal. Menschenschild, Lehmstein. Finstersymbol. Komm da nicht ganz klar, ja. Da sieht man die Fackel. Ich habe keine Ahnung, wie ich die benutze. 5 Minuten haben wir noch. So. Hallo. Ja. Das ist immer sehr schön in dem Moment. Tastenbelegung. Ich würde gern wissen, wie man die Fackel benutzt. Gar nicht. Zauber wechseln, interagieren. Das ist sehr schön, dass ihr mir das sagt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die benutze. So nicht. So natürlich auch nicht. Ich habe doch eine Fackel aufgenommen vorhin. Leute, ich tu das mal ganz schnell gucken. Bis gleich. So, ich habe mich mal belesen. Ich hätte die am Lagerfeuer entzünden müssen. Oder davon halt. Ah. Wir machen ja überall jetzt mal Licht. Die sind ja alle tot jetzt. Weil wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Und wahrscheinlich ist das ja hier die erste Aufgabe. Oh. So. Ich habe mit Ach und Krach das erste Dark Souls kapiert und da kommen die mit mehr und mit neuen Features an. Das geht doch nicht. Irgendwie steuert das sich wirklich ein bisschen anders, der Charakter. Es läuft wahrscheinlich ein bisschen schneller, das Spiel, als das alte. Wahrscheinlich ein bisschen optimierter. Oder so. Aber wir gehen erstmal in den anderen rein. Na los, entzünde. Lebenstein nehmen, habe ich ein bisschen versagt gerade. Ah. Und ein bisschen anders gemacht jetzt. Hallo. Ein gelbes Kraut. Müssen wir uns direkt dann gleich mal angucken. Ach ja. Gut, Freunde der Sonne, ich würde sagen, wir machen hier trotzdem einen kleinen Cut. Wie immer, gebt mir Tipps. Ich weiß auch noch nicht, wann das Video kommt hier. Ich wollte eigentlich ein bisschen andere Videos bringen zwischen den ganzen Dark Souls Zeugs. Müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen.